Als 1921 der Kunsthistoriker und Publizist Walter Müller-Wulkow nach Oldenburg kam, um das Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte aufzubauen, ahnte wohl noch keiner, dass das Museum dank ihm nun 80 Jahre später den zweiten Aufbruch in die Moderne feiern kann. Müller-Wulkow war einer der ersten Museumsleiter der 20er Jahre, der in seinen Ankäufen deutlich über den Expressionismus hinausging. Aus Frankfurt in die norddeutsche Provinz gekommen, versuchte er beharrlich den Impuls der Moderne ins Oldenburger Schloss zu übertragen. Eine nicht immer ganz so leichte Aufgabe, wie Professor Dr. Rainer Stamm, der Leiter des Landesmuseums, erzählt. Er war natürlich ernüchtert darüber, dass er im Grunde ein unvorbereitetes Terrain übernommen hat. Also nach den ersten Ausstellungen schreibt er auch an Freunde und Künstlerkollegen, nein, also der Expressionismus ist hier noch gar nicht angekommen. Also es war ein mühseliger Weg, aber er war da unbeirrbar, er hat auch Kompromisse gemacht, er hat sich auch für Volkstümliches interessiert und hat immer behutsam dieses Moderne mit in die Sammlungen hineingebracht. Die Resonanz war bescheiden, muss man wirklich sagen, aber er war stark genug, nicht aufzugeben. Müller-Wulkow erwarb Objekte und Möbel des Bauhauses sowie die Fotografien der neuen Sachlichkeit für das Landesmuseum. Er bestellte Stahlrohrmöbel von Mies van der Rohe und Marcel Breuer oder Metallobjekte von Marianne Brandt und Willem Wagenfeld. Nicht immer waren diese Objekte als Kunstwerke angekauft, manchmal eben auch als einfache Büromöbel, die dann gegen Ende der Weimarer Republik in den Depots verschwanden und in Vergessenheit gerieten. Das war einerseits ein Glücksfall, die Objekte überdauerten hier, ohne in der Nachkriegszeit von wohlmeinenden Restauratoren erneuert zu werden. Andererseits erschwerte es jetzt die Recherche. Wir haben mehrere große Depots, auch im Außenbereich, eine Turnhalle, wo solche Stücke gelagert waren. Und gerade die Stahlrohrmöbel, die springen nicht sofort ins Auge. Sie müssen sich vorstellen, jetzt strahlen die poliert wieder, aber die Stücke waren teilweise verschmutzt und verstaubt, standen in einer dritten Etage, in einem Hochregal und sind wirklich in Vergessenheit geraten. Dazu gehört auch, diese Bauhausmöbel waren nicht als Kunstwerke inventarisiert, sondern sind als Möbel angekauft worden. Also sie standen noch nicht mal bei uns im Inventar. Neben den lang vergessenen Schätzen aus dem Depot sind aber immerhin auch gut ein Drittel der Werke zu sehen, die 1937 als entartet von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Darunter Werke von Max Beckmann, Emil Nold oder Erich Heckel. Ja, es kam die Beschlagnahmekommission im August 1937 und hat die Dinge, die präsent waren, also 103 Werke als entartet beschlagnahmt. Das war natürlich ein schwerer Verlust für die Sammlung. Aber wenn wir aus heutiger Sicht gucken, wie viel dann doch noch übrig geblieben ist, in allen Bereichen, Druckgrafik, in Plastik, in Kunstgewerbe, sehen wir auch, dass Müller-Wulkow natürlich dafür gekämpft hat, dass nicht alles, was er aufgebaut hat, verloren ging. Und da war er geschickt, er war sicherlich auch ein Mitläufer, aber er hat sehr geschickt verstanden, die Beschlagnahme so gering wie möglich zu halten. Und das ist für unsere Sammlungen heute das große Glück, dass nicht nach 1945 komplett mit Null angefangen werden musste, sondern dass sich in den Depots noch ganz viele Sachen versteckt hatten. Die Ausstellung im Schloss und im Prinzenpalais ist ohne Zweifel ein Besuch wert. Nach über einem Jahr Vorarbeit werden hier Kunstwerke gezeigt, die es in Oldenburg jahrzehntelang so nicht zu sehen gab. Eine absolute Bereicherung für die Stadt. Ich hoffe, dass dieser zweite Aufbruch in die Moderne, mit dem wir natürlich Müller-Wulkow und sein Engagement für die Moderne in den 20er Jahren meinen, natürlich auch einen Aufbruch des Landesmuseums mit sich ziehen kann. Das ist meine große Hoffnung, mein großer Wunsch, dass wir uns damit auch unter den Landesmuseen in Deutschland neu positionieren können. Es gibt hier eben mehr als ein Schloss und Tischbein und die Brückemaler. Es gibt wirklich hier noch was zu entdecken. Nächste Woche hat sich schon die Direktorin des Bauhausarchivs in Berlin angemeldet. Ich merke, die Fachkollegen sind jetzt neugierig, was haben die denn da gefunden? Und ich hoffe, dass es auch für die Besucher so zutreffen wird. Noch bis Ende Januar 2012 laden Expressionismus, Bauhaus und neue Sachlichkeit jetzt ein. Zur Ausstellung ist auch ein umfangreicher Katalog erschienen, der erstmals einen repräsentativen Querschnitt durch die Erwerbung der Jahre 1921 bis 1937 vorlegt.